So, jetzt hoffentlich mit Ton, auch das Beispiel mit den Batterien. Ich habe ja beim letzten Mal hier schon herumgeschmiert. Na, da geht es darum, ein Großhändler kauft Batterien. Und das Entscheidende ist, 5% der Batterien sind defekt und es sollen insgesamt 40 Batterien in der Stichprobe sein. Deshalb Binomialverteilung, weil die Wahrscheinlichkeit bleibt immer gleich. Müssen wir so machen, müssen wir mal sehen. 40 ist N, K ist die Anzahl der Batterien, die defekt sein sollen, und deshalb auch 0,05 die Wahrscheinlichkeit für die defekten Batterien hoch K, weil es sollen ja genau K defekt sein, und die Gegenwahrscheinlichkeit 0,95 mal hoch 40 minus K. Wenn K defekt sind, dann sind natürlich 40 minus K nicht defekt. Und damit habe ich die Wahrscheinlichkeit berechnet für genau K-Defekte. Jetzt ist die Frage für eine Viererpackung, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich maximal eine defekte Batterie? Naja, ich bin ja ein richtiger Mathematiker, das heißt, ich bin richtig faul. Das heißt, ich nehme GeoGebra, nehme mir die Binomialverteilung, habe jetzt ein N von 4, weil ich habe einen Viererpack, habe wieder eine Wahrscheinlichkeit von 0,05 und maximal eine darf defekt sein. Da brauche ich diese Art und x ist kleiner gleich 1. Nun nimmt man es. Das, so, x kleiner gleich 1, jetzt haben wir es. Ich sehe rechts oben die Tabelle, die Wahrscheinlichkeit für keine defekte Batterie, die Wahrscheinlichkeit für eine defekte, für 2, für 3 und für 4. Und hier wird die Wahrscheinlichkeit für keine defekte und eine defekte zusammengerechnet, weil es heißt ja, maximal eine Batterie darf nur defekt sein. Da komme ich auf 0,986. Das sind 98,6%. Das haben wir auch hier bei den Lösungen schon gesehen. Gut, das nächste, Schadensersatzberechnung. Jetzt geht es darum, wenn auch nur eine defekt ist, und darum habe ich den 0,8145, weil das ist mit dieser Wahrscheinlichkeit, habe ich keine defekte Batterie. Das habe ich hier schon aus GeoGebra gesehen, für keine defekte Batterie. 2 Euro verliert er, wenn eine defekte dabei ist, darum minus 2 mal 1 minus die 0,81, und 0,6 Euro gewinnt er, wenn keine defekte ist, ergibt insgesamt minus 0,14, das heißt, er macht langfristig einen Verlust. Das letzte Beispiel, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird deine Lampe mit einer zufälligen Batterie weniger als 15 Stunden leuchten, und dazu brauche ich mir nur berechnen, dass sie länger als 15 Stunden leuchtet, und da heißt es einerseits, es muss einmal eine Batterie sein, die okay ist, das ist mit 95%, und dann muss es noch dazu zu den 20% Batterien gehören, welche länger als 15 Stunden leuchten. Die zwei werden miteinander multipliziert und von 1 abgezogen. Ja, weil das ist der einzige Weg, dass eine Lampe länger als 15 Stunden leuchtet. Das heißt, 1 minus diese Wahrscheinlichkeit, und da kommen 81% heraus.